Linda Reschke hat ganz spontan Ja gesagt, schon im November. Im Juni wird die ehemalige Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mama. Zusammen mit ihrem Partner Felix Otto begrüßt sie den kleinen Fion auf der Welt. In ihrem neuen Familienalltag mit ihrem Baby ist aber auch noch für ein weiteres Thema Platz. Schon kurz vor der Geburt hält ihr Freund um die Hand der TV-Bekanntheit an. Inzwischen sind die Neueltern sogar schon verheiratet. Im Promiflash-Interview erzählt Linda von der kurzfristigen Aktion. Wir haben im November uns das Ja-Wort gegeben. Tatsächlich alles relativ spontan. Wir haben, glaube ich, im Oktober angefragt für ein bestimmtes Datum, das es dann auch geworden ist im November. Und waren dann überrascht, dass es überhaupt so kurzfristig ging. Und alle, die uns wichtig waren, auch Ja gesagt haben, dass sie Zeit haben. Also waren wir in einem kleinen Kreis von 20 Leuten. Es war alles standesamtlich, danach sind wir noch schick essen gegangen und es war wirklich wunderschön. An diesem besonderen Tag fühlt sich die Influencerin rundum wohl in ihrer Haut. Auch das Brautkleid entspricht genau ihren Vorstellungen. Ich habe trotz Winter in einem Sommerkleid geheiratet, weil es mir schon wichtig war, an meiner Hochzeit so auszusehen wie eine Prinzessin, und das tat ich auch und bin so happy, dass dieser Tag so schön verlaufen ist, alle glücklich waren und nur zwei abgesagt haben. Eine zweite Feier im größeren Stil soll es nicht geben. Das Geld investieren die frisch Verheirateten lieber in ihre zukünftigen Reisepläne. Und auch der Kauf einer Immobilie steht noch auf dem Plan. Unsere Familienpläne sind definitiv, ein Eigenheim zu finden, sei es Wohnung oder Haus, aber was Schönes. Am liebsten für mich in Familiennähe, weil ich ein totaler Familienmensch bin. Ich habe ja 4 ältere Schwestern, bin 7-mal Tante, meine Mama ist halt hier auch in der Nähe und sieht den kleinen Zwerg auch richtig, richtig oft. Das könnte ich einfach nicht missen. Weiterer Nachwuchs ist in naher Zukunft aber nicht vorgesehen. Darüber will sich das Paar erst in ein paar Jahren wieder Gedanken machen. Ich möchte Fion gerecht werden, aber auch mir gerecht werden und meinen Zielen, Träumen und Wünschen. Und genauso sieht es auch Felix. Er hat auch noch beruflich etwas vor. Deshalb werden wir uns da auf jeden Fall noch weiterentwickeln und weiter rangehen. Womöglich ist von den beiden aber schon in Kürze wieder mehr zu sehen. Nach ihrer Bachelor-Teilnahme zieht es die Ex-Kuppelshow-Kandidatin nochmal ins Fernsehen. Vielleicht sogar mit ihrem Partner an der Seite. Und vielleicht, wer weiß, ich habe ihn dazu bekommen, Interesse zu haben, vielleicht mich mit mir in ein TV-Format zu gehen. Mal schauen, ob er es wirklich tut. Um welche Show es sich handelt und ob die beiden diesen Plan wirklich durchziehen, bleibt abzuwarten. Doch bis dahin genießen Linda und Felix ihr Eheleben und die Zeit mit ihrem Sohnemann bestimmt in vollen Zügen.